Scheißgeist! Ich hasse Geister! Eingehender Anruf. Auf den Schirm. Volker, du hier? Was hab ich da hören müssen? Du hast auf der letzten Afterwork-Party über mich gelästert. Wer sagt das? Das tut nichts zur Sache. Du sollst gesagt haben, meine Mutter wäre Cola-Automat im Knast und mein Vater würde mehr saufen als Bender von Futurama. Des Weiteren sollst du noch behauptet haben, meine Frau wäre hässlich wie ein DDR-Rechner und mein Kind wäre deformierter als R2-D2. Schau dich mal selber an, du verscheißener Fromulaner. Du siehst aus wie ein Dorftrottel aus dem Mittelalter. Geh mal zum Friseur, vielleicht hat der eine anständige Frisur für dich. Geh mir nicht auf den Senkel, du alte Schrottfresse. Hast du nichts Besseres ihr zu tun, als rumzupöppeln? Musst du nicht noch irgendeinen Planeten mit deiner Sippe invasieren? Mach mal halblang, du versifftes Halbblut. Gut, dass es nur einen von deiner Sorte gibt. Die Vulkanier und Romulaner haben dich nicht ausgesetzt, weil du zu unlogisch oder zu feige warst. Nein, du warst denen zu hässlich. Ich bin nicht gleich runter zu dir. Dann hau ich dir deine Scheißrichtdioden in den Hals und mach aus deinem Mehl meinen Aschenbecher. Lass stecken, du lässt der Backe. An so einem verdreckten und verlausten Möchtegern Romulaner mach ich mir meine glänzenden Finger nicht schmutzig. Auch Zylonen haben ihren Stolz. Leck meinen glänzenden Arsch. Das war zu viel, Neidreiterfresse. Computer, wie ist der Transfer vorbereitet? Transfer! Vista-Transfer komplettiert. Oh nein, ich bekomme keinen Zugriff mehr auf meine Systemprogramme. System Overload. System Overload. Oh nein, oh nein. Das hat er nun davon, dieses vermaledeite elektronische Ersatzteillager. Er hätte sich besser mit mir niemals angelegt. Das kann für einen Computer nur schlecht ausgehen. Vista hat noch jeden Rechner zum Kollabieren gebracht.